System in polnischen Gefängnissen funktioniert. Zum ersten Mal habe ich davon gehört, als ich selber in den USA im Knast saß. Die Gefangenen nutzen ihre eigene Sprache, um sich vor der Bespitzelung durch die Wärter zu schützen. Vor allem während der kommunistischen Herrschaft stand die Gripsera hoch im Kurs. Die Mauer wurde eingerissen und der Kommunismus ist aus Osteuropa verschwunden. Doch Gripsera ist nach wie vor das Bindeglied zwischen den Insassen in polnischen Gefängnissen. Ich beginne mit meinen Nachforschungen in Rawitz, im Westen des Landes. In diesem 200 Jahre alten Knast will ich erfahren, wie sich polnische Kriminelle gefängnisübergreifend organisieren. Egal wie oft ich ein Gefängnis besuche, für einen kurzen Moment denke ich jedes Mal, Scheiße, sie buchten mich wieder ein. Shit, I'm here again. I can't believe I'm back. 18, 75, poczekaj. Überall ist es das Gleiche. Mürrische Gesichter. Die gleichen Typen, die im Kreis rumlaufen. Etwas ist hier allerdings anders. Wenn ich das hier so sehe, denke ich, in den Staaten hat jede Gang ihre eigene Ecke im Hof. Das ist sozusagen das Hoheitsgebiet. Es gibt die Natas, die Latin Kings, die Bloods, Cribs, die italienische Mafia, die Aryan Brotherhood und so weiter. Die haben alle unterschiedliche ethnische Wurzeln. Aber hier sitzen nur Polen ein. Und die sprechen ihre eigene geheime Sprache, Gripsera. Genau das macht sie so mächtig. So hat man in jedem polnischen Gefängnis das Sagen. Gripsera leitet sich von dem deutschen Wort Grips ab. Die Knackis halten sich also für besonders schlau. Zumindest sorgt ihr Slang, eine Art Geheimsprache, dafür, dass ihre Kommunikation nicht so gut überwacht werden kann. Und das verschafft ihnen Macht. Dieser Maschendraht hinter den Gittern soll die Häftlinge nicht am Ausbruch hindern. Der sorgt bestimmt nicht für mehr Sicherheit. Der soll verhindern, dass die Insassen Nachrichten austauschen können. Gefangene kommunizieren von Zelle zu Zelle und mit ihren Leuten draußen. So planen sie Anschläge oder Drogengeschäfte, alles was sie wollen. Keiner der Insassen will mit mir reden. Aber wenigstens kann ich mir die Zellen ansehen. Zum ersten Mal bin ich in einem Gefängnis mit Fahrstuhl. Ins Penthouse bitte. In so einer Zelle sitzen 12 Leute. Was Schlimmeres gibt's nicht. Warum? Es sind einfach zu viele Leute. Und alles, was die machen, geht dir auf die Nerven. Und zwar rund um die Uhr. Der eine furzt, der andere rotzt. Wieder einer pult nach dem Essen in seinen Zähnen rum. Der nächste stinkt, weil er sich tagelang nicht wäscht. Du drehst durch und jeder bildet sich ein, er hätte einen kleinen Platz für sich, wo ihn keiner stören darf. Wenn das klappt, ist alles gut. Aber bei 12 Leuten klappt das nie. Und deshalb kann die permanente Spannung in so einer Zelle jeden Moment zur Explosion führen. Allerdings ein Dutzend, das ist die Luxusbesetzung. Im kommunistischen Polen wurden auch schon mal 40 Leute in einer Zelle zusammengepfercht. Das war die Zeit, als sich die Gripseras zu so etwas wie einer Gang zusammentaten. Mit dem Ende des Kommunismus schwand auch die Bedeutung der Organisation. In jüngster Zeit soll sie aber wieder aufblühen. Im Knast wollte keiner mit mir reden, aber das ist sicher nicht das letzte Wort. Ich werde draußen jemanden finden, der mir Glaubwürdigkeit im Knast verschafft. Wo ich suchen muss, ist klar. Einfach der Musik folgen, könnte man sagen. Die schlimmen Jungs lieben die Gesellschaft von Alkohol, Drogen und Frauen. Es dauert nicht lange und ich habe jemanden gefunden, der mich mit einem Drogendealer der polnischen Mafia zusammenbringt. Heute Abend treffe ich einen Chemiker, der synthetische Drogen herstellt. Er wird mir zeigen, wie das geht.
Man bringt mich zu einem Unterschlupf in einer heruntergekommenen Nachbarschaft. Wow. This thing. Ganz schön schwer. Was ist das? What is this? Quecksilber, etwa ein Kilo. Daraus mache ich Quecksilberchlorid, eine der Grundzutaten für Crystal Meth. Die Flasche reicht für 140 bis 150 Kilo guten Stoff. Was ist das wert? Kommt auf den Käufer an, ob es in Polen bleibt oder in den Westen geht. Wie viel ist das wert? Das ist ein Produkt. Damit haben wir Europa überschwemmt. Polnisches Amphetamin. Der Freundschaftspreis wäre $300. Auf der Straße kostet es 5.000. Danke. Kann ich auch eine Knarre haben? Als Geschenk? Feuerwaffen sind Werkzeuge. Allerdings hinterlassen die Spuren, die man zurückverfolgen kann. Messer sind in der Hinsicht sicherer. Oh, nice. Da ist noch Blut. Das musst du sauber machen. Hab ich schon. Du bist kein Anfänger. Hast du schon mal dran gedacht, aufzuhören? Oder bleibst du dabei, bis das der Tod uns scheidet? Ich habe schon mal dran gedacht, aber einer muss das hier machen. Wie ein Bestatter. Muss auch einer machen. Ich mag meinen Job. Warst du im Knast? 10 Jahre. Gibt es die Gripsera? Im Gefängnis, ja. Und außerhalb? Das gibt's nur im Gefängnis. Draußen spielt das keine Rolle. So sind die Regeln. Gripsera gibt's nur im Knast. Was sind das für Regeln? Das musst du im Knast rausfinden, irgendwo in Polen. Raus aus dem Knast heißt also Schluss mit Gripsera? Nicht ganz. Der Chemiker hat gute Kontakte zu den richtigen Leuten hinter Gittern. Und die will ich jetzt treffen. Es sollen große Namen in der polnischen Unterwelt sein. Für das Treffen muss ich ganz schön weit fahren. Ich bin am Arsch der Welt, in Piotrków Trybunalski. Der Knast hat eine 10 Meter hohe Mauer mit Wachtürmen. Echt heftig. Nirgendwo sind Gefangene zu sehen. Um das Kommunikationssystem der Gripsera zu unterbinden, müssen die Insassen 23 Stunden pro Tag in ihren Zellen verbringen. Wie oft können sie raus? Die hier 2-3 Mal pro Woche. Nicht täglich. Die bleiben tagelang in der Zelle. Selbst Tiere haben mehr Auslauf. Die Behörden greifen hart durch. In diesem Block fallen ein paar Sachen sofort auf. Die Zellen sollen den Kontakt der Gefangenen untereinander verhindern. Wie? Normalerweise gibt es Essensklappen und Scheiben in den Türen. Hier nicht. Gewöhnlich reden die Leute in verschiedenen Zellen den ganzen Tag miteinander. Und sie tauschen Nachrichten aus von einer Zelle zur nächsten. So planen sie Revolten oder sie versorgen sich mit Drogen. Man kann alles organisieren, auch wenn man eingesperrt ist. Hier nicht. Die hier können nicht miteinander reden. Nicht mal unter den Türen ist Platz, um was drunter herzuschieben. In normalen Gefängnissen kann man Drachen austauschen. Das sind kleine Nachrichten an einem Faden. Den wirft man 2-3 Zellen weiter, der Typ knotet was dran und der andere wickelt den Faden auf wie eine Angelschnur. So tauschen die Nachrichten aus. Hier nicht. Ich bin sicher, die Türen sind abgedichtet. Man kann also auch nicht schreien, hey, was ist los in Zelle 23? Ist nicht.
Und? Wusste ich's doch. Abgedichtet. Das gibt's normalerweise nicht. Das sieht alles nach einem Hochsicherheitstrakt aus. Damit kenne ich mich aus. Entscheidend ist, wie die Zellen ausgestattet sind. Zwei Sachen an der Wand, also keine Hochsicherheit. Da gibt's nichts an der Wand. Dahinter kann man Sachen verstecken. Hier, klar ist da was dahinter. Mit den Schrauben kannst du einen umbringen. Sowas darf's nicht geben. Hier, drei Macheten. Einfach zurechtbiegen, schärfen. Zack, du hast es im Bauch. Jemandem ein Stück Stahl reinhauen, heißt das. Und das Stück ist meistens rostig oder dreckig. Wenn derjenige also nicht gleich an der Wunde stirbt, dann an der Infektion. Im Hochsicherheitsknast gibt's das nicht. Ich dachte, der Chemiker hätte seinen Kumpels hier Bescheid gesagt. Aber keiner will mit mir reden. Dann heißt es, in einem anderen Knast wäre jemand bereit. Er heißt Marcin und soll in diesem Bau das Sagen haben. Zum ersten Mal spricht jemand über das System der Grebsera vor der Kamera. Thank you. Hey, Marcin. Hey. Hey, what's up, buddy? Okay, how's it going? How long you... Wie lange sitzt du? Lebenslänglich. Mord? Ja. Eine Straßenschlägerei. Du hast jemanden erschlagen. Ich habe nicht mehr aufgehört. Und Grebsera? Fast 12 Jahre. Worum geht's da? Man unterstützt sich. Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel, wie in einer Familie. Das ist meine Religion. Das hilft mir, die Zeit im Knast zu überstehen. Wenn ich mitmachen wollte und du mir die Regeln beibringen würdest, was wäre das Erste? Du müsstest Pole sein. Angenommen, ich wär's. Und angenommen, ich wollte mitmachen. Wir würden sehen, warum du sitzt, was du gemacht hast. Und dann, willkommen. You're welcome. Yeah, good, okay. Neulinge müssen alles vergessen und sich an neue Regeln halten. Das ist wie am ersten Schultag, als würde ein neues Leben beginnen. Diebe und Mörder sind willkommen, Pädophile und Verräter nicht wirklich. Was ist, wenn jemand sagt, ich habe nie jemanden verraten und dann stellt ihr fest, hey, der hat gegen 5 Leute ausgesagt. Was passiert mit so einem? Wir schneiden ihn und er kriegt auf die Fresse. Er hat ständig Ärger. Kommt ganz auf die Situation an. Schlägereien enden im Gefängnis häufig tödlich. Will er mir das sagen? Marcin will im Knast zu Gott gefunden haben. Mal sehen, wem seine Loyalität wirklich gilt. Und wenn Jesus im Knast wäre, aber mit euch nichts zu tun haben wollte? Schwer zu sagen. Zum Glück ist das nicht. Marcin ist der erste Grebsera, den ich kennengelernt habe. Und er verschafft mir Zugang zu weiteren Gefangenen. Das System der Grebsera war im kommunistischen Polen weit verbreitet. Organisierte Kriminalität gab es vor dem Fall der Berliner Mauer in Polen aber nicht. Das Regime bekämpfte mafiöse Strukturen mit allen Mitteln. Der Niedergang des Kommunismus bedeutete auch, dass in der polnischen Gesellschaft Bürgerrechte beachtet werden mussten. Die Polizei konnte keine willkürlichen Verhaftungen mehr vornehmen. Die Kehrseite der Medaille? Die organisierte Kriminalität blühte auf. Ich frage mich, welche Rolle das System der Grebsera bei dieser Entwicklung spielte. Ich treffe mich mit Vertretern der CBS, einer Art polnischer Bundespolizei, die gegen das organisierte Verbrechen kämpft. In den 90ern, als die Mafia hier groß wurde, schuf die polnische Regierung diese Truppe, um die Mafia zu bekämpfen. Die Beamten behaupten, das sei ihnen gelungen. Aber dann frage ich mich, was zum Teufel machen sie dann noch hier?
Die Mafia muss immer noch aktiv sein, wenn diese Jungs es sind. Ich will wissen, was in Polen seit dem Ende des Kommunismus passiert ist. Mit dem neuen politischen System nach 1989 und der Öffnung der Grenzen entstand so etwas wie eine organisierte Kriminalität. Es gab Gruppen wie die Pruszków-Mafia und grenzüberschreitende Kriminalität. Die Pruszków-Mafia soll einmal 8000 Mitglieder gehabt und Millionenbeträge umgesetzt haben. Die Presse berichtete von Schießereien, Erpressungen und Drogengeschäften. Nicht zuletzt deshalb baute der Staat die CBS auf. Habt ihr sie beseitigt? 2005 konnten wir 57 führende Köpfe der Pruszków-Gruppe verhaften. Aber ganz ausschalten kann man so eine Organisation nie. Sie entsteht immer wieder neu. Aber wir machen es ihnen schwer. Was unterscheidet die Mafia damals von der Mafia heute? Wir setzen Informanten ein. Das schwächt die Gruppen sehr, weil sie sich untereinander nicht mehr vertrauen. Allerdings schotten sie sich auch stärker ab. Es geht so weit, dass sich die Mitglieder gar nicht mehr treffen. Dadurch wird es schwerer, die Organisationen zu unterwandern. Den härtesten Schlag gegen die Pruszków-Mafia führte die CBS mit Hilfe eines solchen Informanten aus. Und den werde ich jetzt treffen. Ich bin mit einem Typen namens Massa verabredet. Er steht für den Anfang und das Ende der Pruszkows, Polens größter Mafia-Organisation. Er hat den Aufstieg und den Abstieg erlebt. Und wie kam es dazu? Im Zeugenstand hat er die Mafia erledigt. Ganz alleine. Massa will mich in einem leerstehenden Theater treffen. Er ging als Schwerverbrecher straffrei aus, weil er mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Und er hat kein Tötungsdelikt begangen, behauptet er jedenfalls. Welche Position hattest du? Ich war Captain, ganz oben, gleich unter den Bossen. Ich war ihre rechte Hand. Als du als Kronzeuge gegen die Pruszków-Mafia ausgesagt hast, wie viele hat es erwischt? Die ganze Organisation oder nur die Bosse? Ich konnte mich an 1750 erinnern, die für mich gearbeitet haben. Nicht mal Rain Man kann sich so viele Namen merken. Die hast du doch von den Staatsanwälten erfahren, während des Prozesses. Niemand hat mir was gesagt. Ich wusste über die Organisation Bescheid. Ich habe die Leute auf Bildern erkannt. Details wusste ich nicht. Aber ich kannte ihre Gesichter. Je mehr du erkannt hast, umso besser für dich. Und am Ende war es der beste Deal überhaupt. Komm, ich kenne mich aus. Wie viele Leute hast du getötet? Ja, absolut. Keinen einzigen. Und ich habe auch keine Befehle zum Töten gegeben. Das haben immer die Bosse entschieden. Aber du warst ganz oben, da kriegt man doch immer was mit. Natürlich habe ich Sachen gehört. Bei mir war das so. Wenn einer verschwunden ist, habe ich nicht nachgefragt. Wer nicht dabei war, weiß nichts. Das war die Regel. Aber wer was wusste, hatte auch was damit zu tun. Und wenn es nur die Falle war, komm vorbei und dann erwischt den Typen. Damit hattest du doch auch zu tun. Ich hatte keinen Einfluss. Wollte man dich umlegen? Das traut sich keiner. Weil du ein Killer bist. Deswegen traut sich's keiner. Nur ein Killer spaziert weiter rum, nachdem er alle in den Knast gebracht hat. Ich weiß, dass du ein Killer bist. Hätte Massa das zugegeben, wäre sein Deal geplatzt. Aber er ist nicht blöd. Und vielleicht deshalb noch der Einzige auf freiem Fuß. Am Abend erhalte ich einen Anruf von Marcin. Er hat ein Treffen in einem der härtesten Gefängnisse Polens für mich vereinbart. Dort sitzt einer, der mir mehr über Gripsera erzählen kann.
das Novogard-Gefängnis bei Stettin. Das Krebsera-System war hier schon immer fest verankert. Sie beobachten uns, als wären sie auf einem Schiff, mit dem sie untergehen. Wahrscheinlich ein Hochsicherheitstrakt. Nach dem Ende des Kommunismus in Polen geriet das Gefängnis von Nowogard in die Schlagzeilen. Mit Revolten versuchten die Insassen, auf die unzumutbaren Haftbedingungen aufmerksam zu machen. Die Unruhen griffen auf alle Haftanstalten des Landes über. Gebäude wurden in Brand gesteckt, Menschen kamen ums Leben. Ihren Ursprung hatte die Revolte in Nowogard. Der Häftling, den ich treffen werde, heißt Roland und sitzt wegen Drogenhandels. Hey, what's up, Roland? Hey, how are you? Nice to meet you. Good, likewise. Same here. Hey, it looks like der Friseur kann wohl nur einen Haarschnitt. Und das nur einmal im Monat. Viele machen es selbst. Ihr habt Scheren? Oder Rasierer? Roland ist der Chef dieser Gruppe. Er stellt mir seine Zellenkollegen vor. Ein Gripserer. Er auch. Und einer ist vor Gericht. Vier von uns und sechs gehören nicht dazu. Vier und sechs nicht. Wir dürfen nicht zu viele sein. Man teilt euch auf? Und Waffen, habt ihr welche? Ja, Messer, Rasierklingen mit Plastikgriffen. Das Übliche. Genau. Die Etagenbetten sind ja echter Luxus. Welches ist deins? Das ist meins. Da sind zwei und noch eins da. Jeder will Fernsehen. Das ist eine große Zelle und von den beiden kann man am besten sehen. Wie kommt ihr mit den anderen zurecht? Die essen nicht mit uns, benutzen nicht unser Geschirr, nichts. Jede Gruppe hat ihren eigenen Tisch. Wir essen hier. Die bleiben da drüben. Und wenn einer auf dem Klo ist, wird sowieso nicht gegessen oder getrunken. Daran muss sich jeder halten. Und wenn einer sagt, egal, ich muss scheißen, dann fliegt er raus. Und wenn die anderen ihm helfen? Die halten nicht zusammen. Bei uns gilt, alle für einen, einer für alle. Also immer vier gegen einen. Wir halten zusammen. Theoretisch könnten sich die anderen sechs verbünden und die Macht übernehmen. Aber das passiert nicht. Wer zum Grebsera-System gehört, ist besser organisiert. Amphetamine sollen eine große Rolle spielen. Hier soll es die Besten geben. Das stimmt. Machst du damit weiter, wenn du rauskommst? Das weiß ich nicht. Ich werde alt, ich bin 41. Weißt du, es geht doch immer nur ums Geld. Wenn ich mit leeren Taschen rauskomme, dann kann ich nur bei irgendwem an die Tür klopfen und sagen, gib her. Und es geht wieder los. Aber wenn ich was spare. Wie soll das gehen? Keine Ahnung. Du dealst also wieder? Wahrscheinlich. Im Gefängnis kann man sein Leben ändern oder neue kriminelle Kontakte knüpfen. Roland macht daraus kein Geheimnis. Er hat sich hinter den Mauern einen Namen gemacht. Die polnische Mafia draußen dürfte damit auch auf ihn aufmerksam geworden sein. Der nächste Typ, den ich treffe, war so ein Handlanger im Dienst der organisierten Kriminalität. Es ist mein Problem, wenn ich es nicht schaffe. Das waren Leute von einem Zeugenschutzprogramm. Die bringen mich mit einem Polizeiinformanten zusammen. Der Typ ist hochgefährdet. Wo, sagen sie mir deshalb erst 20 Minuten vorher. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich Pech gehabt. Thomas, so heißt der Junge, hat gegen die Mafia ausgesagt und ein paar Bosse hinter Gitter gebracht. Er muss rund um die Uhr um sein Leben fürchten. Dieser Ort wird von ein paar hundert bewaffneten Beamten bewacht. Der Typ wird besser geschützt als der Präsident der Vereinigten Staaten. Natürlich sind auch die Fenster zugezogen, damit ihn kein Scharfschütze erwischen kann. Die meinen es ernst. Hallo, guys. You? Yep. Hey, how's it going? Yeah, I'm Thomas. Good. How you doing, Thomas? Good. Yeah, I'm good too. Du wirst ja bewacht. Naja, ich erklär's dir gleich. I'm gonna tell you about it. Was hältst du von der Mafia?
Es gibt keine Regeln. Es geht nur ums Geld. Die Bosse, die du hinter Gitter gebracht hast, haben die immer noch Einfluss auf der Straße? Na klar. Und in ein paar Jahren kommen sie wieder raus. Dann gehen sie wieder ihren einträglichen Geschäften nach. Es gibt immer noch Leute, die für sie arbeiten. Die sind mächtig. Die kann man nicht aufhalten. Wie viel hast du hinter Gitter gebracht? 40. Warum hast du sie verraten? Ich habe mir 5.000 Zloty geliehen. Ich wollte das Geld zurückzahlen. Aber dann hieß es, schön, aber das sind nicht die 5.000, die ich dir geliehen habe. Das sind 5.000 dafür, dass du zu spät dran bist. Die wollen für alles Zinsen. Dafür, dass es regnet, dass die Sonne scheint. Für alles. Da habe ich gesagt, mir reicht's. Nehmt's und lasst mich in Ruhe. Aber sie meinten, nein. Und als ich dann nicht mehr gezahlt habe, fingen sie an, mich zu bedrohen und wollten mir zeigen, wie gefährlich sie sind. They are really, really dangerous. Dass sie es ernst meinen. Genau. 14 Stunden war ich in einem Keller. Sie haben mich mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt. Die haben mich angepisst und mich mit einem Seil gewürgt. Dachtest du, du stirbst? Absolut. Diese Narbe habe ich auch daher. Dann haben sie mich weggeschickt und meinten, wenn ich nicht zahle, bringen sie meine Tochter um und meine Mutter und mich und meine ganze Familie. Die wollten mich fertig machen. Die wollten mich wirklich zerstören. Deswegen bin ich zur Polizei gegangen und habe alles erzählt. Ich habe gesagt, ich wäre ein Verbrecher, aber eigentlich war ich ein Opfer. Da haben wir es aus erster Hand. Der Typ, der mich verraten hat, war auch im Zeugenschutzprogramm. Ich habe ihn gehasst, jahrelang. Ich habe alle Verräter gehasst. Aber nachdem ich mit dem Typen geredet habe, frage ich mich, was kann man noch tun, um jemanden zum Verrat zu zwingen? Die haben ihn gefoltert und seine Familie bedroht. Was soll er denn machen? Die haben sich das selbst eingebrockt und sich ihr eigenes Bett im Knast gemacht. Ich will die Leute treffen, die Tomasz hinter Gitter gebracht hat. Die Bosse, die auf der Straße das Sagen haben. Einer von denen sitzt im Gefängnis von Rawicz, in dem ich zuallererst war. Angeblich hat er Tomasz foltern lassen. Warum sitzt du? 15 Jahre. Wegen Entführung. Kidnapping. Was? Aber das war sehr fraglich. Naja, ich wurde verurteilt. Damit muss ich klarkommen. Ist der Typ gestorben? Er lebt noch. Nichts ist passiert. Was hast du gemacht? Wir haben ihm Angst eingejagt. Wir haben ihn in den Wald gebracht, mit Waffen bedroht. Und wir hatten einen Schraubendreher. Damit wollten wir seine Knie, wie sagt man, durchbohren. Mit einem Akkuschrauber. Ich mach das, weil... Im Ernst? Du hast ihn gestartet? Klar. Ich habe so getan, als würde ich es machen. Und dann hat er geredet. Du musstest es nicht machen. Er hat alles gesagt. Wer gehörte damals zu deiner Mannschaft? Ein bester Freund und Geschäftspartner. Sein Name? Marcin. Den kenne ich. Ich habe mit einem geredet, der sagt, dieser Typ, ja, der habe ihn gefoltert. Im Ernst, der hat ihn gefoltert. Quatsch. Wirklich. Eine schöne Geschichte, aber leider gelogen. Ich habe die Narbe gesehen und er sagte, das war Marcin. Der hat ihn fast skalpiert. Dich hat er nicht erwähnt. Jetzt. Erzähl. Der Typ. This guy, it is a professional. Das ist ein professioneller Lügner.
Es ging nicht um viel, aber genug, dass ich mich drum kümmern musste. Aber es war wieder dasselbe. Wir haben niemals die Grenze überschritten. Er wurde nicht gefoltert. Er saß auf einem Stuhl. Vielleicht waren wir etwas grob. Schläge? Nein, vielleicht einmal. Ich habe nur gesagt, du kommst hier erst raus, wenn ich weiß, wo mein Geld ist. Wir haben ihn mit Waffen bedroht, solche Sachen. Er sagt, er sei gefesselt gewesen. Martin habe ihn mit einem Messer attackiert und ein anderer soll ihn angepisst haben. Unsinn. Glaub mir. Dann erzähl mal, du hast eine bewaffnete Armee. Du hast Flugzeuge verkauft, Wucherzinsen eingetrieben, Mafia-Geschäfte. Das nennt man Handel. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Leute wie du und ich gegen das Gesetz verstoßen haben. Heute nicht mehr, aber es gab diese Zeit. Kein Geschäftsführer, sondern ein Don. Du warst ein Don in der polnischen Mafia. Gibst du das zu? Es gibt nie nur schwarz und weiß. Ja, verstehe ich. Tomasz, der Informant, ist überzeugt, dass die Bosse noch immer die Straße kontrollieren. Wenn sie rauskommen, machen sie da weiter, wo sie vorher aufgehört haben. Er hält sie für unantastbar. Aber vor 10 Jahren konnte die Polizei die Pruszków-Gruppe sprengen. Ich will wissen, wie Ihnen das gelungen ist. Als ich entlassen wurde, hatte ich eine Liste mit 300 Leuten aus der Gambino-Familie, die ich nicht treffen durfte. Es hieß, wenn wir dich mit einem von denen fotografieren, bist du wieder drin. Wie sollten die das machen? Hier in Polen geht das ganz einfach. Man kann sich nicht mal am Arsch kratzen, ohne dass es eine Überwachungskamera aufnimmt. Nach Verbrechern halten sie vor allem in den wohlhabenderen Vierteln Ausschau. Ich habe schon 2 entdeckt. Ein paar sind in ein Auto gestiegen. Die wissen hier, wer sich mit wem trifft und sind ihnen 2 Schritte voraus. Ich gehe mit auf Streife, um zu sehen, wie es auf der Straße läuft. Es gibt immer Anti-Mafia-Einheiten. Diese Jungs sind bis an die Zähne bewaffnet. Die sind auf alles vorbereitet, was in dieser Stadt passieren kann. In meiner Gegend kannten die Polizisten jeden Verbrecher. Ich frage mich, wie das bei den Kollegen hier ist. Gibt es hier einen großen Boss oder sind es mehrere verschiedene, die was zu sagen haben? In Stettin gab es mal eine große Gang. Jetzt sind es viele kleine. Das macht's schwerer. Das reinste Chaos. Vor 10 Jahren war Stettin Schauplatz eines blutigen Bandenkriegs zwischen den Oskovs und der Rambo-Gang. Die Polizei machte der Gewalt ein Ende. Aber als sie der Hydra den Kopf abgeschlagen hatte, wuchsen Hunderte nach. Neulich habe ich einen Chemiker getroffen, der synthetische Drogen für die Mafia herstellt. Jetzt sind wir da, wo das Zeug verkauft wird. This is a heavy drug area. Die Beamten wollen mir zeigen, wo und wie die Dealer versuchen, ihre Ware vor der Polizei zu verstecken. Die Dealer haben Wände eingerissen und Tunnel gegraben, um jederzeit fliehen zu können. Offenbar ist ihnen das auch diesmal gelungen. Eklig. Ein echtes Drecksloch. Hier haben sie erst neulich ein paar Kilo gefunden. Und aus ihrer Meinung über die Polizei machen sie keinen Hehl. Hier steht's überall. Mit solchen Verkaufsstellen verdient die polnische Mafia Millionen. Crystal Meth lässt sich leicht in mobilen Labors herstellen und macht sofort abhängig. Die Kundschaft tut alles, um an den Stoff zu kommen. Die echten Bosse trifft man hier nicht an, aber am Ende streichen sie den Gewinn ein.
Hier stinkt's nach Pisse und Scheiße. Das ist der Haupteingang, der auf die Straße führt. Hier kommt man raus, auf eine Straße, wo ganz normale Leute wohnen und rumlaufen. Gerade wollen die Polizisten den Einsatz beenden. Da kommt ein Anruf rein. Es geht um einen der meistgesuchten Mafia-Bosse des Landes. Sie wollen ihn verhaften. Die Razzia ist erfolgreich. Auf den Verhafteten wartet ein Gerichtsverfahren, an dessen Ende wahrscheinlich eine lange Freiheitsstrafe stehen wird. Ich frage mich, welche Rolle so ein Mafia-Boss im Gefängnis spielt. Ich kehre noch einmal nach Novigrad zurück. Roland soll mir erzählen, welche Erfahrungen er mit der Mafia gemacht hat. Was passiert, wenn hier ein Boss eingebuchtet wird? Die meisten werden ihn bewundern, weil er Macht hat und Geld. Kann er Leute kontrollieren? Die meisten schon. So sind die Menschen eben. Wenn einer kommt, der in der Stadt das Sagen hatte, dann denken die, cool, mit dem will ich zusammen sein. Und ihr seid dann sein verlängerter Arm. So ein Boss sagt dann zum Beispiel, der Typ schuldet mir Geld, macht ihn fertig. Kommt drauf an. Manche werden sagen, leck mich, mach selber. Es ist dein Geld. Andere, die kein Geld haben, sagen, okay, wenn was für mich rausspringt. Und keiner hat Geld. Stimmt. Wenn dir keiner von draußen hilft, ist es hart. Wie wäre das, wenn wir uns im Knast kennenlernen würden? Würden wir dann auch draußen Geschäfte machen? Also, wenn es eine enge Freundschaft wäre und wir würden uns draußen wieder über den Weg laufen, könnte schon was passieren. Ich weiß ja, dass du mir nichts anhängen würdest. Mal angenommen, du wärst draußen und triffst einen von einer anderen Gang. Respektierst du den trotzdem? Wenn er keinen verrät? Niemand gibt gerne zu, dass er käuflich ist. Aber Leute wie Roland sind wohl willfährige Handlanger für eingebuchtete Mafia-Bosse. Meine Vermutung will ich mit einem Wärter diskutieren, der seit 20 Jahren in diesem Knast arbeitet. Wie ist das, wenn ein Boss verhaftet wird? Kontrolliert der dann die Insassen oder muss er sich denen anpassen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Heute haben die Bosse größeren Einfluss. Wenn so einer hier auftaucht, dann übernimmt er die Führung. Die Jungs im Knast, die zum Gripsera-System gehören, haben ja draußen unter den echten Kriminellen nichts zu bestellen. Die Gefängnisinsassen haben vielleicht außerhalb der Gefängnismauern nichts zu sagen. Aber das Gripsera-System macht es den Mafia-Bossen in Polen leicht, im Knast neue Handlanger zu rekrutieren. Was das für die Zukunft bedeuten könnte, möchte ich von meinem letzten Gesprächspartner erfahren. Ein hohes Tier aus der Organisation hat mich zu einer verlassenen Fabrik bestellt. Der Treffpunkt gefällt mir überhaupt nicht. Wahnsinn, wo der mich treffen will. Und dann tut er so, als wäre er ein Geist. Kein Name, nichts. Und jetzt dieser Ort, absolut gespenstisch. Was für ein Treffpunkt. How's it going? Yeah, not bad. Good, good. Was läuft gerade auf der Straße? What's going on?
Die Polizei ist besser organisiert als früher. Es ist härter. Die Polizei auszutricksen. Man muss mehr aus dem Untergrund operieren. Was ist mit Gewalt? Die ist überall. Zwischen den Gangs. Wer mehr Geld will, muss das Revier erweitern. Wie sieht's mit Waffen aus? Wir benutzen Gewehre, alles Mögliche. Okay. Wie oft? Täglich? Ganz schön oft. Wie wird man Boss? Mehr Drogen verkaufen? Brutaler sein? Es geht nur ums Geld. Wer das meiste hat, ist der Chef. Also Hauptsache Geld. Wie groß ist die Macht der Bosse im Knast? Genauso groß wie draußen. Viele, die ganz zu Anfang eingebuchtet wurden, kommen die bald wieder raus? In ein paar Jahren. Machen sie dann weiter? Gibt es ein Blutvergießen? Es gab schon Schießereien in meiner Heimatstadt. Gibt es Tote, wenn die meinen, jetzt sind wir wieder dran und du sagst, nichts da? Sicher. Die denken immer noch, dass es wie in den 90ern läuft. Grebsera war einmal ein System, mit dem sich Gefangene gegen die harschen Haftbedingungen im kommunistischen Polen zur Wehr gesetzt haben. Die Organisation hat überlebt und stellt heute die Söldner für das organisierte Verbrechen in Polen. Wenn die alten Bosse aus dem Knast kommen, muss man das Schlimmste befürchten. Sie werden ihre Territorien zurückerobern wollen, gegen neue Gangs,